Das ist eh die kurioseste Vorstellung. Dass eine künstliche Intelligenz fränkische Dienstleister ersetzen soll. Wenn bei uns ein Kunde einen Wunsch hat, gibt es genau drei mögliche Antworten. Haben wir nicht? Haben wir nicht mehr? Oder haben wir noch nie gehabt? Und wenn Bedauern geäußert werden soll, hätten wir gern, haben wir aber nicht mehr haben gekönnt. Und dann sagt der fränkische Kunde, aha, also wie immer.